Hi Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Supermarkt Simulator. So, ich habe ein Slow-Mo hier jetzt ein bisschen werken lassen. Ich schaue jetzt kurz mal rein und helfe ihm mit. Und dann starten wir den Tag. Basmati Reis, hier Peppits. Ich hole mal die Peppits. Bonbon? Peppits, da sind es. Bonbons. Gleich merken für einen Einkauf dann für die Bestellung. So, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, ihr Lieben. Basmati-Scheiß. Da haben wir ganz viel von Basmati-Scheiß, weil ich da irrtümlich zu viel bestellt habe. Macht nix. Wird nicht schlecht. Noch nicht. So. Jetzt schauen wir kurz, was fehlt uns noch. Die Joghurt. Ich habe gar nicht einen Schirm gehabt mehr. Das soll er erfüllen. Ja, grundsätzlich. Grundsätzlich passt so, ne? Grundsätzlich könnte man öffnen. Ich wollte. Was wollte ich jetzt bestellen? Was wollte ich gerade bestellen? Oh mein Gott, mein Hirn funktioniert schon wieder gar nicht. Mehl. Das andere Mehl, also definitiv mal viel Mehl. Hier nehmen wir drei Packungen. Ich hier nehme eine Packung. Ne, nehmen wir gleich zwei. Irgendwas hatte ich doch gerade mir gedacht, muss ich bestellen. Öl. Spaghetti. Haben wir eh nichts mehr stehen davon. Öl, Spaghetti. Bonbons. Und schon wieder Bonbaba. Öl, Spaghetti, Bonbons. Öl, Spaghetti, Bonbabas. Wo ist Bonbabas? Oh, da. Kuchen, Bonbaba. Bestell mal. Da. Läuft. Nice. Zack. Zack. Wir räumen das ganze Zeug natürlich gleich wieder ordentlich weg. Wenn die Autos hier vorbeifahren, glaube ich immer, ich bin in irgendeinem Farming-Simulator, ne? So. Spaghetti. Bonpapas. Mhm. Also momentan ist ja mal relativ noch easy gerade wieder, ne? Ich kommen sicher dann, wenn wir das nächste Upgrade kaufen, von den Lizenzen ja wieder voll in Stress. Wir können jetzt eigentlich schon mal schauen, dass wir vielleicht wieder zwei Regale kaufen. Was fehlt hier? Bonpapakuchen, Erdnussbutter, ja, komm. Kaffee, er räumt eh ordentlich nach. Das passt. Wir holen uns mal zwei Regale. Kaufen. Kostet halt auch wieder alles Geld, ne? Und auch wenn es dabei leer sind, wir werden es ja brauchen. Was ich mir wünschen würde, wäre hier, dass man irgendwie so ein Raster, Gitternetzlinien oder was zuschalten kann, damit man das ordentlich hinstellen kann, weil schau her, das ist nicht alles in einer Flucht. Das würde ich mir auf jeden Fall sehr, sehr wünschen von den Entwicklern. Die Entwickler werden sich mein Video nicht anschauen. Ergo, ist eh umsonst, was ich hier sage, was ich mir hier wünsche. Wir holen jetzt mal Bonbaba. So. Und dann holen wir Erdnussbutter. Wo ist die Erdnussbutter? Hier ist die Erdnussbutter. Wo ist die Erdnussbutter? Hier ist die Erdnussbutter. So, 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 so. Alles klar, was neben der Erdnussbutter ist, komischerweise nichts eingeräumt. Wie schaut's hier aus? Oh, was fehlt denn hier? Wasser? Wasser habe ich noch da, ne? Wasser müssen wir auch bestellen. Wasser müssen wir bestellen.
Damit wir es nicht vergessen, geben wir das gleich in unseren Warenkorb. Zwei Stück. Dann Rechnungen sollten wir wieder mal zahlen. 3 days left. Anpassungen kommt bald, ne? Ist noch nichts drin. So, das macht man sich gleich wieder auf. Subsoda können wir einräumen. Jawohl. Und dann gehen wir jetzt her und kümmern uns, schauen uns die Preise wieder mal durch, ne? Wir schauen uns jetzt die Preise wieder mal durch. Irgendwas war ihm schon wieder zu teuer. So. Der passt noch. Der passt noch. Der passt. Ja. Ja. Das passt alles. Ah, da könnte man auf 3,50 gehen bei der Milch. Käse 4,50 gehen wir auf die 3,50 auch. Beim Wasser 3,50. Das ist, auf das vergesse ich immer irgendwie zwischendurch, dass ich da mal wirklich mir die Zeit nehme, um hier die Preise zu kontrollieren. Ne? Da zum Beispiel können wir schon auf die 5 gehen. Ja, es passt. Passt. Wie gestaltet ihr die Preise? Würde mich auch mal interessieren. 7 passt. 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 Passt auch. Wir machen kurz Licht. So. Jetzt sind wir hier. Hier geht es weiter. 6 passt. Hier gehen wir auf die 5,50 beim Reis. Das passt auch. Dann. Hier passt es auch. Oha. Die verschenkt man ja schon fast, ne? 8,50. Wobei es jetzt eigentlich Wurst ist. Jetzt können wir auch andere Preise, weil wir, solange wir nicht selber an der Kasse stehen und damit den Cent da um und um krabbeln müssen, können wir auch hier die Preise auf den Marktpreis im Endeffekt anpassen. Das ist definitiv zu teuer. Sagen wir 4. Das passt. 2,50 passt. Passt auch. Also Preise sind wieder erledigt. Wir holen gleich mal Kaffee. Kaffee können wir dann auch gleich nachbestellen. So, Kaffee haben wir gesagt. 3 Stück in dem Warenkorb. Ups. Füllen wir ganz auf gleich, was geht. Nudeln. Hatte ich hier noch Nudeln? Nein, aber Mehl nehme ich jetzt einfach mal mit, auf Verdacht. Ja. Das passt. Das andere Mehl. Okay, da ist jetzt nicht so viel zum Auffüllen. Okay, das hat er auch gerade gehabt. Nee, hat er nicht gehabt. Er hat irgendwas anderes gehabt. Spaghetti nehmen wir mit. Okay. Das ist ein Hin und Her hier, ne? Was Wasser haben wir schon im Warenkorb? Das ist Orange Juice. Orangensaft, Entschuldigung. Oh, es ist schon wieder 9, verdammt. Die Tage vergehen hier so immens schnell. So, wir closed. Turco-Cola können wir auffüllen. Hier haben wir hier die Turco-Cola. Ich nehme halt immer das, was er nicht nimmt, ne? So. Und wir haben Supermarkt Level 22. Das heißt, wir können uns jetzt einen zweiten Auffüller anstellen. Nee, falsch. Wollte nicht. Hier die Bonbons. Die Bombeck. Vom Back müssen wir dann auch wieder bestellen. Ja, darf man nicht vergessen. Ja, zuerst schauen, was du brauchst, Marito. Joghurt können wir wieder mal auffüllen. Joghurt. Joghurt. Na,
was drin. Passt. Ich habe mir auch gesagt, wenn ich die Kisten zumache, dann sehe ich auch, ob was drin ist oder nicht. Ne? Die, was sind das? Die Pepits. Pepits. Die Pepits brauchen wir auch. Okay. So. Wir beenden den Tag. Hatten 43 Besucher, ein Plus von 1000, obwohl wir zwei Regale gekauft haben. Wir starten den nächsten Tag, bestellen jetzt gleich mal, was haben wir gesagt, Bonbons, haben wir jetzt noch drei Packungen rein, wo sind sie? Da. Ne, drei, zack, das bestellen wir gleich, kaufen, gehen jetzt allerdings gleich mal her. Verwaltung, Rechnungen, zahlen die Rechnungen, haben wir das allein im Wachstum, einstellen und stellen einen zweiten Hansi ein. So. Gut. Was kommt hier hin? Ne. Dahin. Hm? Kaffee. Das heißt, wir können uns jetzt wirklich hier auf die Warenbestellung und so konzentrieren. Die anderen zwei Typen sollen da jetzt mal ordentlich einräumen. So. Okay, da haben wir jetzt wieder Wasser auf Reserve. Zack. Vielleicht geht es dann wirklich schneller, wenn die gemeinsam da ein bisschen arbeiten. Und wir können uns dann wirklich auf was anderes konzentrieren, ne? Und müssen nicht die ganze Zeit hier... Ah, mir juckt die Nase. ...hin und her laufen. So. Mehl können wir eh noch nicht umräumen hier. Zack. Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti. Wo waren die Spaghetti? Da. Okay. Biojuice. Jetzt ist er auf einmal voll, okay. Soll mir recht sein. Bombex. Gut. Wir öffnen den Laden und schauen mal, was wir alles brauchen. Schauen wir am besten hier im Lager. Wir brauchen Panzettis, Nudeln und Susu. Zack, 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 zack. Geh nach oben. Dreimal Panzetti, dreimal Susu und was bestellen wir noch? Brot. Oh, Brot ist aus. Auch drei Brot, das bestellen wir jetzt, komm. Und räumen es hier gleich weg. Susu kommt darauf. Panzettis. Willst du Nudeln vom Panzetti? Dann fällt mir jetzt... Verdammt, mir fällt kein Reim ein. Oh no, Hirnfurz. Susu. Susu hatten wir eh nicht hier. Okay, Panzettis Nudeln. Brot. So, warte mal, jetzt hat er gerade da Panzettis Nudeln geholt. Muss ich eins wieder rausnehmen, so. Sonst kann er es nicht mehr zurückräumen. Genau, nämlich, haha. Wir brauchen Öl, haben wir noch. Chockpicks. Chockpicks fehlt. Spaghetti. Milch? Wieso ist hier eine Milch? Die gehört da gar nicht hin, ne? Die Milch gehört ja da gar nicht hin. Salz brauchen wir. Und Olivenöl. Chockpick, Salz, Olivenöl. Chockpicks, Olivenöl. Und hat wer das Salz gesehen? Da ist es. Zack. Und was bestellen wir noch? Irgendwas habe ich gerade gesehen, das noch fehlt. Die haben wir noch. Hier komm. Na, Erdnussbutter. Bestellen wir gleich zwei Kisten. Passt. Kaufen. Ja, immer schön alles herwerfen einfach, ne? Also das wäre vielleicht auch irgendwie cool, wenn man was bestellt, dass die das wirklich ins Lager liefern gleich direkt. Das wäre auch cool.
Und dann später brauchen wir mal einen Lageristen, ne? Jemand, der was automatisch immer am Lager ist und arbeitet. Das wäre cool, wenn es sowas geben würde. So, Salz haben wir da oben. Weil momentan ist es wirklich nur hin und her laufen. Und ich als Manager, ne, bin natürlich was Besseres. Und habe nicht die Zeit dafür. So, wir brauchen Bombeck-Hammer, Schokoladehammer. Achso, Bombeck haben wir jetzt zweimal. Okay. Die ganzen Süßigkeiten hier sollten wir wieder mal auffüllen. Und haltbar Milch. Das ist das Cola, ne? Haltbar Milch. Also die heraussere Milch, die Packung, Milchpackungen. Die sind. 2, 3 kaufen wir da gleich. Kuchen kaufen wir 2. Bombapa haben wir, glaube ich, Müsli. Von dem Müsli kaufen wir 2. Von dem kaufen wir 2. Und komm, lass uns noch einmal hier Joghurts kaufen. So, das stellen wir dann einfach hier hin. Das ist eh das von da oben. Ja. Die Pepe Bittis. Wo sind die Pepe Bittis? Okay. Soll recht sein. Kommen da schon gar nicht mehr nach jetzt. Ich habe irgendwie schon total den Überblick ein bisschen verloren jetzt wieder über die Geschäfte und so. So. Stellen wir auch gleich ins Regal. Ich gehe mal davon aus, dass die eine Packung leer wird. Die Crispies. Wo sind's da? Genau. Okay, von denen habe ich jetzt genug. Von der Schokolade. So. Und das müssen noch Joghurt sein. Joghurt haben wir da. Joghurt haben wir jetzt auch genug. Bombapa brauchen wir. Hier schaut alles soweit gut aus. Wie schaut es hier vorne aus? Warum ist hier jetzt Milch? Ach, die räumen das dann einfach irgendwo ein, ne? Da gehört ja kein Milch rein, da gehört jetzt Mehl rein. Wo wir übrigens auch wieder welches brauchen. Und Nudeln. Und Schokopix haben wir noch. Okay, sind noch da. Zack. Was haben wir hier noch? Brot. Okay. Wieso sind da oben jetzt Spaghetti drin? Kann man das wer erklären? Jeder weiß, Spaghetti gehören hierhin und sind voll. Deswegen wahrscheinlich. Okay. Zack. So, Nudeln und was haben wir gesagt? Oh, ich hab schon wieder vergessen. No, no way. Nudeln. Brot. Gott, der Tag ist ja schon wieder vorbei, ne? Eier und Käse. Zwei Eier, zwei Käse. Und was ist das? Basmati-Reis haben wir noch. Salz haben wir noch. Eier, Käse. Und Bombapas brauchen wir wieder. Bombapas. So, das bestellen wir jetzt noch gleich. Und räumen es weg. Irgendwie fühle ich mich nicht wie der Manager hier von dem Laden, ne? Ich verwechsle, glaube ich, immer die Nudeln mit dem Mehl. Glaube ich. Weiß nicht. Warum ist jetzt wieder so viel da? Verstehe nicht. Irgendwo wird es zum Fehler. Es ist ein ziemlicher Denkfehler. Irgendwo habe ich jetzt ziemlich einen Denkfehler drin. So, und Eier, ne? Alles Klärchen. So, wir warten noch die letzten Kunden ab. Schauen, was brauchen wir denn? Susu?
Heißt, die räumen das dann automatisch irgendwo ins Regal ein, wenn es voll ist. Apfelsaft. Apfelsaft und Cola Soda. Ist das, oder? Ne? Ist nicht. G? Nee. C. So. Das ist Turco Cola, okay. Apfelsaft und Cola. Und Mehl. Ja? Apfelsaft, Cola, Mehl. Prime Mehl. Apfelsaft, Cola. Das hier. 2. 3. Und hier das Mehl. Alles Klärchen. So, hier schaut's halbwegs gut aus. Das machen die schon, die Jungs. Wir haben hier noch einen Platz. Dann nehmen wir jetzt einen Tee noch mit. Alles klar. Dann hatten wir wieder 43 Kunden, haben 307 Punkte dazu gewonnen und einen Profit von 326 nur gemacht. Das finde ich in der Tat jetzt wenig. Das heißt, wir haben zu viel bestellt. Ja, also da hat jetzt, fanden die Produkte zu teuer 14. Oh mein Gott, da müssen wir uns nächste Runde wieder drum kümmern. Also, ihr Lieben, ich sage vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, Baba, bis zur nächsten Folge. Euer Marito.